Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Das Leder. Aber immerhin jetzt mal schöne Kombinationen und wir kommen jetzt auch mehr und mehr in Richtung. Kein Abseits, ganz deutlich. Sven König! Ja! Und da ist das 1:0 in der 11. Minute! Und der Baramutter Seelen allein! Und deswegen heißt hier folgerichtig 1:0 für unsere Eintracht-Mannschaft. Und klar, da werfen wir gleich noch mal einen Blick drauf. Und da sehen wir ihn, Sven König. Und hier kommt noch mal zum Genießen sein Tor in der 11. Spielminute. Erster Ball schön raus von Kevin Heinz, auf König gespielt. Ja, ja, Tahedl hebt da den Arm, aber es war deutlich kein Abseits. Und dann schließt er natürlich traumhaft ab zum 1:0. Und da verstehe ich auch nicht, ja, warum nicht auf Vorteil und jetzt faul entschieden wird, sondern warum hier Fabian Knoll weiterspielen lässt. Oh, Unsicherheit, kleine bei Deno. Ja, und es ist noch ein bisschen verhalten, weil die Eintracht noch nicht so ganz überzeugend ist. Jetzt Sinanovic. Aber Enis Sinanovic im 16er. Jetzt vom Kreis hat sich da festgelaufen, ja. Und dann kommt nur ein Schüsschen bei raus. Schade, der war in einer richtig guten Position zwischenzeitlich. Achtung, so jetzt hat Bormann da ein bisschen Platz gegen Kinscher, aber macht jetzt noch nicht so viel draus. Ja, und dann hat er da zu viel Raum. Und wir schauen uns natürlich auch die Situation nochmal in Zeitlupe an. Ja, hat da Kinscher gut abgeschüttelt und einen Ticken zu viel Raum gehabt. Ja. Dreht sich da einmal, Kinscher lässt ihn dann laufen und dann ja, eiskalt verwandelt. Kinscher gibt raus auf Kevin Heinz. Ja, der muss da ordentlich spurten. Gute Flanke. Gute Flanke, kommt nicht durch. Sven König, Nachschuss. König mit dem Chip. Und am langen Pfosten kriegen sie den Ball dann geklärt vor Edis Sinanovic. Ja, da war sie, die dicke Gelegenheit nochmal vor der Halbzeit. Ja, guter Ball auf Sven König, kommt er da ran. König, ja, wird da gelegt. Und das gucke ich mir in der Zeitlupe nochmal an. Das Moselstadion steht hier. So. Und jetzt gibt es den Freistoß und schauen wir uns das Ganze nochmal an. Jetzt ist hier natürlich Feuer in der Bude. Der tolle Ball da von Wimmer. Und jetzt müssen wir es uns genau angucken. Ja, er kommt tatsächlich an den Ball, so wie es ausschaut. Ja. Und von daher, bei allem Verständnis für die Zuschauer, die natürlich jetzt hier nicht den Luxus hatten, sich das nochmal in der Zeitlupe anzuschauen. Aber man muss ganz klar sagen, zumindest so wie ich es jetzt gerade gesehen habe, Ali, Ball gespielt. War Ball gespielt, ja. Auf Edis Sinanovic, der direkt mit der Flanke auf Kinscher, Kinscher in der Mitte, Kinscher mit der Drehung. Ah! Jetzt muss die Eintracht aber umschalten. Polat auf Thum. Ah, Bormann hat jetzt viel Platz. Brudersen kommt jetzt hinterher auf Pantano. Riesentat von Wischolek. Und Pantano ist da einfach auch viel zu frei. Den hat die Eintracht da aus den Augen verloren. Und den legt sich der King persönlich zurecht von der rechten Seite. Den kann er schön vor das Tor ziehen. Nochmal Kinscher hebt den Arm, zirkelt ihn nach vorne und da kommt im Hintergrund Edis Sinanovic mit dem Schuss. Und da wurde Frenz Sinner auf jeden Fall mal zu Fall gebracht. Mal gucken, ob wir das irgendwie auflösen können. Ball auf Bibaku, Sven König macht da gut den Ball fest, lässt den ersten stehen, lässt den zweiten stehen, gibt raus auf die rechte Seite zu Edis Sinanovic. Edis Sinanovic in die Mitte. Oh. Da wäre Bibaku fast gewesen. Auf Garnier. Gut gedacht. Eintracht aber immer noch im Ballbesitz. Kinscher. Kinscher geht da gut durch in die Mitte. Bibaku!
Aber sie machen das hier mit einer gewissen Gelassenheit. Oh, gut gemacht. Ja, Riesenpass. Kein Abseits. Und da ist das 2:0 durch Sven König in der 72. Spielminute. Und er geht ab wie Schmidts Katze. Und umkreist da die Ostkurve, läuft jetzt Richtung Gegengrade zu den Fans. Und auch die Bank, sie steht. Und auch auf der Trainerbank ist die Freude natürlich groß. Und ja, Ali, damit ist ja alles wieder in Butter, um bei deiner Sprache zu bleiben. Und wir schauen uns die Entstehung noch mal zum Genießen in Zeitlupe an. Erst dieser, ja, recht gefährliche Ball von Simon Maurer, aber Maurice Roth, der macht das super und dann der Pass in die Schnittstelle zu Sven König und der lässt dem herauseilenden Peter Klug keine Chance. Aber auf dieses Glück, dass sich die Arminia selbst im Weg steht, da können wir nicht immer drauf bauen. So, Kincher, gut durchgespitzelt von Bibaku auf Kincher. Kincher umrundet Klug und dann macht er das 3:1! Und da bleibt selbst die Eckfahne nicht stehen. Und auch Vatsko Dusevic, der jubelt wie ein Löwe. Oh, was freut mich das für den Kincher, dass der seinen Fehler, das heißt Fehler, ich will es nicht als Fehler bezeichnen, aber dass er das nochmal gut machen kann heute. So ist es. Und das Ganze nochmal zum Genießen. Gut durchgespitzelt da von Bibaku. Diesmal hat der Gedankengang gestimmt. Und dann ganz eiskalt macht King Kincher da das 3:1 und rundet Peter Klug im Tor. Und schiebt dann ein. Und jetzt ist doch hier Stimmung in der Bude. Ja, die müssen jetzt gucken, dass sie den Fokus nochmal reinkriegen. Ludwigshafen drückt jetzt gerade ordentlich. Pantano gegen Garnier. Chippt den Ball rein auf Bormet. Debra ist zwar da. Ja, Fokus reinkriegen. Jetzt vielleicht nochmal Ballbesitz für die Eintracht. Sven König, viel Platz. Spielt es nochmal raus auf Yannick Debra. Kaluanga kommt noch mit. Debra kann den Ball nochmal halten. Kaluanga nicht im Abseits. Jetzt die Flanke in die Mitte. Kein Trierer Abnehmer. Oh, jetzt nochmal König. Sven König, Sven König! Aber wie gesagt, bis dahin sind es noch ein paar Minuten Zeit auf der Uhr. Sie sind jetzt knapp in der 89. Spielminute und da wird bestimmt noch einiges drauf kommen. Ich schätze mal so 4-5 Minuten. Die muss die Eintracht hier nochmal überstehen. Jetzt Sven König mit einer riesen Körpertäuschung. 2 gegen 2. König schüttelt den nächsten Spieler ab. Jetzt raus auf Jan Brandscheid. Der kann jetzt schießen. Brandscheid! Oh, Peter Klug hält den Ball, hält Arminia Ludwigshafen noch ein bisschen im Spiel. Und nochmal die Anfeuerungsrufe von Josef Sinar. Kommt alle jetzt nochmal Gas geben hier. Ja, Sinar, der ist schon wirklich heiser, so wie er sich anhört. Jetzt der Eckball getreten von Moncada. Kann zunächst geklärt werden von Brandscheid. Nachschusschance durch Adranja, der flankt den nochmal rein. Der rutscht irgendwie durch, aber Garnier kann den jetzt immer noch nicht klären. Oh, was für ein Glück für den SVE. Jetzt nochmal der Ball nach vorne, aber Maurer wieder mit dem gewonnenen Zweikampf bzw. Kopfballduell. Ja, durch das Rustikal da von Roth. Und dann gibt es doch nochmal den Anschlusstreffer durch, ich glaube, es war Ehmann. Also 3:2. Stopp, Ehmann, ich weiß es nicht. Ehmann. Ali, ich sehe die Uhr ja nicht mehr. Wie lang ist denn noch? Eine Minute, würde ich sagen. Eine Minute. So, also jetzt nochmal hier die letzten Minuten überstehen in Unterzahl gegen die Arminen aus Ludwigshafen.
Das bedingt jetzt die ganze Mannschaft. So, Kinscher, jetzt rot. Kinscher, der ist fertig. Jetzt nochmal das Foulspiel an Robin Gallier. Der Schiedsrichter schaut schon auf die Uhr. Er schaut schon auf die Uhr. Und Kinscher, der hat jetzt den Krampf. Der kann, glaube ich, wirklich nicht mehr. Der ist wirklich fertig. Und Robin Gagné, der bleibt jetzt auch nochmal liegen. Der hat sich auch wehgetan bei der Aktion, aber es kann nicht mehr viel auf der Uhr sein. Boah, ich hätte mir die Schlussphase ehrlich gesagt dann doch ein bisschen entspannter gewünscht. Das sieht das wird ein richtiges Herzschlagfinale. Nochmal hier auf den letzten Minuten. Er ist jetzt hier auf der letzten Rille. Personell in Unterzahl. Die letzten Minuten, Sekunden. Jetzt ist das Spiel aus. So, boah, durchatmen die Eintracht. Die gewinnt mit 3:2 gegen Arminia Ludwigshafen. Der Traum vom Aufstieg, er lebt weiter.